Hier ist ja nichts mehr. Da ist er. Yay. Oh. Ein Steinbock hat gefehlt. Die Geier habe ich gar nicht gesehen. Egal, jetzt haben wir 160. Damit belassen wir das. Da war ja Verlust nur 40. Wenn ich jetzt durchstarte, kriege ich gar nichts. Ein Steinbock nur. Ärgert mich ja schon. Hätten wir sogar fast noch Gewinn gemacht. So, jetzt würde ich aber gerne wissen, wie wir da oben an die Kugel drankommen. Da oben. Komm runter, Kugel. Schwimmen hier, aber tauchen geht nicht. Guck mal, da gibt es auch eine Kugel. Wahrscheinlich, wenn ich das komplett löse, kriege ich wahrscheinlich die Kugel. Vielleicht kommt die dann auch erst dann darunter. Hm, wer weiß. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. So, dann können wir nur noch hier in die Mitte gehen. Und da ist schon das nächste Abenteuer. Aber erstmal noch hier die Schätze einsammeln. Jetzt hätte ich Frage, ob wir jetzt nicht tatsächlich schon zum Endboss laufen können. Da ist auch noch eine Kugel oben auf den Zinn. Roboter Bauernhof. Erinnert mich direkt an Westfall von Warcraft. Da sind ja die Ernte-Golems-Maschinen. Die sehen nicht so gut aus. Da hat's den Farmer zerlegt. Hallo, Spyro! Diese Schädlinge haben unseren Hof befallen. Kannst du uns helfen, sie loszuwerden? Bestimmt. Mach den Weg zu dieser riesigen Insektenlampe und schalte sie ein, um die restlichen Viecher loszuwerden. Gucken wir doch mal. Mal den da hinten jetzt treffen. Offensichtlich nicht so unbedingt. Hä? Du fast da. Hab ich überhaupt gar nicht berührt. Kein Roboter scharf. Eigentlich hier die Kugel jetzt hier holen. Flups. Und den da abschießen. Ja. So, die Möhren sind auch Metallmöhren. Was sind das denn für Dinger? Ja, geht doch. Kann ja nur so sein, also. Einfach nur nicht getroffen. Achso, ja, stimmt, da wo wir den einen abgeschossen haben. Da müssten wir jetzt wahrscheinlich hin. Halt, und nicht Roboter scharf, komm mal her.
Mampf, Mampf. Lecker scharf. Wobei, ich esse kein Schaf. Hä? Da sind ja auch noch Schätze. Habe ich einfach mal übersehen hier. Kann ja nicht liegen lassen. Ups. Bams. So. Und dann nochmal 15 Schätze. Das ist bestimmt eine Wippe. Da auch nochmal 6. So, ich dachte schon, da unten wäre auch einer. Aber das war jetzt nur... Wie ist... Doch. Sagen. Sah so nach Wippe aus. Ich hätte mich jetzt echt enttäuschen, dass keine Wippe gewesen wäre. Was ist das denn? Ich bin einfach nur gerade ausgegangen. Ich wollte da auf das Dach springen. Das gucken wir uns jetzt aber normal an. Also wenn ich hier gegen die Wand laufe, passiert auch nichts. Warum? Hä? Also irgendwie so ein Mechanismus, damit man das eben das nicht tut. Ne, falscher Knopf. Hauptsache, die wartet auch schön hier. Und... Ja, kann ja auch genauer ziehen hier. Was? Wollt mich doch verarschen. Einer war zu... Jetzt aber. Da unten wäre auch noch Material gewesen. Tja. Nee, von da bin ich ja gekommen. Also wieder hier rauf. Ups. Tut mir ja leid. Da kommt jetzt kein neues mehr raus. Und Rabums. Also ich hab nur so ein Flattermann hier. Nee. So, was machst du dazu? In der Regel sollte ich das können. Ja, verdammt. Habe ich tatsächlich verpasst. Ich warte einfach mal. Was ist er denn hier? Wieso steht da 0 von 4? Ich hätte doch... So. Da waren 2. Kann doch nicht angehen hier. Warum treffe ich die denn nicht? So, jetzt nur noch ein. Warum ist nicht ja wieder 2? Ah, oh, das hat er nicht. Hä? Mistviecher respawnen. Da ist sie. So, alle 4. Bei
Meine Felder sind von den fliegenden Schädlingen befreit. Nimm dieses Dingsbums, das ich gestern ausgegraben habe. Ein bisschen zatterig, der Roboter hier. So. Da zählen wir schon mal. Da sind auch noch Hitze. Wo wir uns noch eben. Ich habe auch noch ein Schaf. Genau. Weil Sparky direkt wieder heilen. Hat es unnötig gehabt. Jut, jut. Ui. Dann. Was war hier? Aua! Verdammt! Ah, jetzt ist Bucky sogar ganz weg. Ist gar nicht gut. Brauche ein Schaf. Also eigentlich brauche ich direkt ein paar mehr Schafe. Also das ist hier ein Speicherpunkt. Und was zum Spuckeln? Mua. Was ist das denn? Wie für eine Ballistik hier? Ist doch nicht wahr, dass ich die Scheißviecher einfach nicht treffe. Na also. Wer ist nicht mal einer? Kann ich eigentlich den da oben auch damit erledigen? Wenn nicht, dass das ein Problem ist, aber. Hm. Ja, ein bisschen weiter rüber. Da. Alter. Was ist denn jetzt hier? Da. Einmal hier runterlassen. Oh, verdammtes Mistvieh. Ich habe nicht daran gedacht, dass der mir auch Schaden machen kann. Aber ja, tu ich gerne das. Ist doch nicht normal. So, jetzt habe ich ihn übrigens erledigt. Bams. Bams. Oh, voll erwischt. Okay. Hui. Einmal runterlassen. Na. Hey. Warum ist denn das da auch immer schwerer? Warum rennt der einfach irgendwo anders hin, ey? Ja, klatsch wieder mit deiner dicken Stirn dagegen. Das solltest du auch nicht tun. Eben bin ich auch da hochgekommen. Ist gut hier, du Käfer. Muss ich jetzt lang? Ach so. Ich hätte gar nicht machen müssen. Ich muss nur das hier hoch machen und dann darüber fliegen. Und das ist natürlich im richtigen Moment. Macht er wieder seinen scheiß Körper. So, geschafft.
Komm einfach mal von der Seite, ne? Stört dich nicht. So, Schaf brauche ich gar nicht. Tagchen. Gut gemacht, Spyro. Diese Viecher werden sich jetzt von den Feldern fernhalten. Belohnung gefällig? Klar. Immer her damit. 28 haben wir jetzt. Mit diesem Blitzgedöns. Naja, das war. Gehen wir zurück nach Hause. Gemein. Haben sie die schon gefangen? Und dann machen sie da noch die armen Tiere in der Lampe kaputt. Schuh. 2 von 3. Yes! Oder zu Hause, Portal. Achso, ich wollte doch noch nicht, dass ich vergesse. Da oben, da auf den Zinne, da ist ja noch eine Kugel. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich hier rauf. Dann hier runter. Zack! Hä? Aber die 29. Können wir hier nicht hochspringen? Doch, können wir. Frage mich gerade, wofür der Stuhl eigentlich war. Hyptors Arena. Was sagt sie da? Ripto war nie für seinen Mut berühmt. Er hat sich hinter dieser Tür verschanzt. Der Professor glaubt, dass sie nur mit sehr vielen Kugeln zu öffnen ist. 40? Verflucht. Da fehlen uns aber noch einige. Da fehlen uns aber echt noch einige Kugeln. Ich hatte ja gehofft, dass wir nicht so viele brauchen. Wenn ich dahinter falle, bin ich wahrscheinlich irgendwie... Hänge ich bestimmt irgendwie fest. Komm ich nicht mehr weg. Ist das hier ein Geheimgang? Nö, da ist gar nichts. Aber hier können wir nochmal Kugeln holen. Weißt du den Wert von Kugeln zu schätzen, Spyro? Mit deiner tollen Kugelsammlung sollte dieses empfindliche Tor perfekt funktionieren. Metropolis. War von irgendwie so ein Superhelden-Gedöns, war das doch, ne? Die Stadt Metropolis. Wie Superman oder irgendwie sowas. Batman war Gotham City, das weiß ich.